Obwohl der Koran von Gott geschützt wird, wie vorher erklärt, heißt das jetzt, dass die Kraft des Satans gegen den Islam resigniert hat? Glaubst du, dass der Islam nie infiltriert wurde? Wie es in der Vergangenheit stark infiltriert wurde, wird es heute weiterhin infiltriert. Aber der Glaube wurde nicht infiltriert, da der Glaube im Koran geschützt ist. Es ist die muslimische Umma oder die Gemeinschaft, die das weiterhin infiltrieren lassen. Von außen und von innen. Und an alle Feinde, dieses Video gehört nicht zu einer Sekte. Wahrheit ist größer als eine Sekte. Mit allen nötigen Mitteln. Im Jahr 632 starb der Prophet Mohammed, Allahs Segen und Frieden auf ihn. Während seiner letzten Momente sammelten sich seine Nachfolger und die Sahabe, Gefährten um ihn herum, um seine letzten Anforderungen zu empfangen. Weißt du, was der großartige Prophet anforderte? Sie fragten: O Prophet Gottes, was verlangst du von uns in diesen letzten Stunden? Ich verlange von euch, sorgt für eure Frauen, kümmert euch um sie und behandelt sie mit Güte und Respekt. Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Niemand kann verleugnen, dass Kräfte die islamische Gesellschaft infiltriert haben und ihre eigenen Lehren eingeführt haben. Und viele von diesen Lehren stehen im Widerspruch zu den Lehren des Propheten. Daher liegt die Schuld an diesen Lehren und nicht auf dem Islam. Weißt du, welche Anforderungen der Prophet noch hatte? Der Prophet, Friede sei mit ihm, verließ uns mit der Verantwortung, nach seiner Familie zu richten und sie zu folgen. Nehmt meine Ahlul Bayt als gute Führung an, damit wir ein Leben in Verbindung mit seiner Eminenz, des Gesandten Allahs, führen können. Warum hat er meine Ahlul Bayt gesagt und hat sie mit sich identifiziert? Damit wir lernen, dass sein Verlassen aus dieser Welt kein Abbruch der Verbindung zu seiner Eminenz ist. Nehmt meine Ahlul Bayt als Führung an, bedeutet, dass eure Beziehung mit mir nicht unterbrochen wird, solange die Ahlul Bayt unter euch sind. Die genaue Bedeutung des Hadith ist die folgende. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sagte: Ich hinterlasse euch zwei wertvolle und wichtige Symbole. Wenn ihr euch an beides hält, werdet ihr niemals nach mir in die Irre gehen. Das ist das Buch Allahs und meine Nachkommen, meine Ahlul Bayt. Der Barmherzige sagte mir, dass sich diese zwei Dinge niemals voneinander trennen werden, bis sie zu mir ans Teich im Paradies kommen. Also bedenkt, wie ihr mit ihnen umgehen werdet nach meinem Tode. Haben sie die Anforderungen des Propheten geehrt? Meine muslimischen Brüder und Geschwister, ich habe eine Frage an euch. Könnt ihr die Wahrheit vertragen? Die Familie des Propheten, Friede sei mit ihnen allen, bestand ursprünglich aus 4 Mitgliedern und 8 darauf folgenden Imamen und in der Zahl insgesamt 12 Imame. Denkst du, es ist Zufall, dass viele gar nicht wissen, was mit den Nachkommen des Propheten, Friede sei mit ihm, passiert ist? Der Dajjal und der Mehdi sind fast da. Wir müssen die Wahrheit erkennen. Durch jede erdenkliche Weise. Willst du wissen, was mit der Familie und den Verstorbenen des Propheten passiert ist? Ist es nur Zufall, dass die meisten von uns nicht einmal die Namen der 12 Imame wissen? Du wirst diese islamische Verschwörung nur herausfinden können, erst nachdem du herausgefunden hast, was jedem von ihnen geschah. Vergiss nicht, wie die Wahrheit auf Erden behandelt wird. Es werden nach mir 12 Imame, Kalife, Herrscher geben. Sie werden alle aus Quraysh sein. Kannst du über die Lügen hinwegschauen, um zu verstehen, was mit der Blutlinie des Propheten geschah? Imam Ali wurde tödlich durch das vergiftete Messer des Ibn Mulyam verwundet, während er in Kufa im Gebet verharrte. Imam Hassan, Enkelsohn des Propheten, wurde auf Anordnung von Muawiyah in Medina vergiftet. Imam Hussein, Enkelsohn des Propheten, wurde zusammen mit seinen Söhnen, Verwandten und Anhängern am 10. Muharram, Ashura, in Karbala, Irak, auf Geheiß von Yazid geköpft. Imam Zainul Abedin, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet, am 25. Muharram in Medina, durch die Anordnung von Husham ibn Abdul Malik.
Imam Muhammad al-Bakr, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet durch Ibrahim am 7. Dhul-Hajjah in Medina. Imam Ja'far al-Siddiq, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet am 25. Schawal durch die Anordnung von al-Mansur. Imam Musa al-Khadim, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet am 25. Rajab während Gefangenschaft durch Harun al-Rashid in Bagdad. You can't handle the truth. Imam Ali al-Rida, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet am 17. Safar, Khorasan, Iran, durch Anordnung von Mamun. Imam Muhammad al-Jawad, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet durch die Anordnung von Mutassim in Bagdad am 30. Dhul-Qa'dah. Imam Ali al-Nakki, direkter Nachfahre des Propheten, vergiftet am 3. Rajab in Samira, Irak, durch Anordnung von Mutakakir. Imam Hassan al-Askari, direkter Nachfahre des Propheten, durch Mutamid in Samira, Irak, vergiftet am 8. Rabiul Awal. Was uns zum 12. und letzten Imam führt? Hast du dich für seine Ankunft vorbereitet? Das Kommen des Mehdi. Nehmt meine Ahlul Bayt als Führung an. Bedeutet, dass eure Beziehung mit mir nicht unterbrochen wird, solange die Ahlul Bayt unter euch sind. Hast du die Blutlinie des Propheten vernachlässigt? Hast du die Lehren seiner Familie des Propheten vernachlässigt? Ganz ehrlich, wir haben es. Bis wir die verborgene Wahrheit entdeckten. Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Imam al-Mehdi wird den Kampf gegen die Zionisten-Illuminati-Bewegung führen. Er nimmt den Krieg gegen den Dajjal bis zur Vorbereitung für Jesus' Zurückkehrung. Er kämpft nicht wie ein Mensch. Es heißt, er bewege sich wie ein Todesengel, beflügelt von der Rachegöttin selbst. Unsinn! Das sind nur Märchen! Solche Wesen gibt es nicht! Auf ihn kostet uns ein Vermögen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er unser ganzes Werk zunichte macht. Und wie weisen wir den Todesengel in die Schranken? Mit einer Armee gegen einen Mann? Nein, nein, nein! Ohne Verstärkung können wir nicht gegen ihn ausrichten. Na komm, los, gleichzeitig kennen wir uns. Also will er uns aufhalten. Unseren Schatz für sich haben. Welch Wahnsinn! Lasst ihn kommen! Jeder Engel kann fallen. Wenn du nicht bereit bist, dafür zu sterben, dann entferne das Wort Freiheit aus deinem Vokabular. Malcolm X. Lies den Talmud. Juden im Exil ist es verboten, ihren eigenen Staat zu haben. Die Wahrheit ist auf der Seite der Unterdrückten. Es ist kein Zufall, dass diejenigen, die die Wahrheit gesprochen haben, verfolgt und umgebracht wurden. Durch dieselben Leute, die an der Macht blieben. Wenn du die Wahrheit finden willst, musst du das Leben unserer ermordeten Führer studieren.